Herzlich willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für diese Aufgabe. In diesem Beispiel geht es um das Thema Exponentialfunktionen. Wir haben hier die Funktion in der Form f von x ist gleich c mal a hoch x gegeben und für die Parameter c und a soll gelten, dass c ungleich 0 ist und a größer als 1. Nun haben wir in diesem Beispiel 5 Aussagen gegeben und wir sollen die Aussagen von den 5 ankreuzen, die richtig sind. Hier ist noch weiter spezifiziert, dass die Variablen k und h Elemente aus den reellen Zahlen sein sollen und k soll größer als 1 sein. Die Variablen k und h kommen zwar nicht in allen von diesen 5 Aussagen vor, aber in manchen. Nun steht hier noch weiter, dass wir die beiden richtigen Aussagen ankreuzen sollen. Und hier sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um kurz darüber zu reden. Es ist nämlich so, dass dieses Beispiel wirklich nicht einfach ist. Insbesondere die Aussagen 1 und 5 sind gar nicht so leicht zu überprüfen. Das heißt, es macht hier Sinn, bei diesem Beispiel strategisch vorzugehen. Wir beginnen also mit der Aussage, die am allerleichtesten zu überprüfen ist und gehen dann Schritt für Schritt weiter, immer zur nächst schwierigeren Aussage. Und unsere Hoffnung ist natürlich hier ein bisschen, dass wir die beiden richtigen Aussagen schon relativ früh finden. Also unter jenen Aussagen, die recht einfach zu überprüfen sind. Für die Reifeprüfung bedeutet das natürlich, dass wir hier in diesem Beispiel auch den Punkt bekommen würden, wenn wir noch gar nicht alle Aussagen überprüft haben. Es genügt ja, die beiden richtigen zu finden und wenn die beiden richtigen unter den dabei ist, die sehr einfach zum Überprüfen sind, dann bekommen wir schon den Punkt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist es eine sinnvolle Strategie, mit dem leichtesten zu beginnen und die sollte man in einer Prüfungssituation auch auf jeden Fall anwenden. Wenn wir nun die 5 Aussagen betrachten, dann sticht irgendwie die 4. Aussage sofort ins Auge. Hier sieht man f von 0 ist gleich 0. Die scheint relativ einfach überprüfbar sein, weil wir hier im Grunde nur das 0, also die 0 in unsere Exponentialfunktion einsetzen müssen. Versuch das zunächst bitte mal alleine und pausiere dazu das Video. Wenn du dann bereit bist, werden wir die 4. Aussage auch gemeinsam überprüfen. Gut, überprüfen wir nun die 4. Aussage gemeinsam. Wenn man Aussagen überprüft, macht es Sinn, die linke und rechte Seite einer Aussage getrennt aufzuschreiben und dann umformeln und so weit wie man kann und dann zum Schluss die linke Seite mit der rechten Seite zu überprüfen. Machen wir das nun für die 4. Aussage. Unsere linke Seite ist einfach f von 0 und unsere rechte Seite ist einfach 0. Nun hier f von 0, wir setzen unsere Exponentialfunktion ein. Das heißt, wir haben c mal a hoch 0. Hier wissen wir schon, jede Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Das heißt, wir haben c mal 1 und das ist genau c. Jetzt sehen wir hier schon, okay, auf unserer linken Seite steht c und auf unserer rechten Seite steht 0. Das heißt, das ist mal nicht derselbe Ausdruck. Also die Terme hier sind von der linken Seite und rechten Seite nicht gleich. Nun ist es eine gängige Methode in der Mathematik, um Aussagen zu widerlegen, einfach ein Gegenbeispiel zu finden. Das ist, um hier ganz sicher zu sein, dass die linke Seite nicht gleich der rechten Seite ist, genügt es einfach, irgendein Gegenbeispiel zu finden. Und das können wir ganz leicht machen. Wir überlegen uns einfach ein Beispiel und sagen zum Beispiel c ist gleich 1. Dann steht natürlich für unsere linke Seite ist gleich 1 und unsere rechte Seite ist gleich 0. Und wir sehen sofort, okay, die linke Seite ist nicht gleich der rechten Seite. Weil ja links 1 rauskommt und rechts 0, wenn wir für c1 einsetzen. Das heißt, spätestens jetzt können wir uns ganz sicher sein, dass die 4. Aussage nicht richtig ist und wir schreiben hier ein f für falsch dazu. Gut, nun als nächstes springt ein bisschen die 3. Aussage ins Auge, also eine, die auch relativ leicht zu überprüfen ist. Warum? Hier haben wir die beiden Variablen k und h kommen hier nicht vor in der 3. Aussage. In allen anderen, also in der 1., 2. und 5. Aussage, kommen überall k und h vor. Das heißt, die 3. scheint hier noch ein bisschen leichter zu überprüfen zu sein. Also setzen wir mit dieser fort.
Gut, versuch das zunächst wieder alleine. Du kannst dabei gleich vorgehen, wie wir es bei der vierten Aussage gemacht haben. Das heißt, du schreibst die linke Seite und rechte Seite getrennt auf, formst dann um und überprüfst, ob die Ausdrücke, die dann zum Schluss dastehen, von der linken und rechten Seite gleich sind. Mach das zunächst selbstständig und pausiere dazu bitte erneut das Video. Gut, überprüfen wir nun die dritte Aussage gemeinsam. Wir können wieder diese wieder überprüfen, indem dass wir die linke Seite und rechte Seite der Gleichung getrennt aufschreiben. Unsere linke Seite ist f von x plus 1. Wenn wir hier wieder in die Exponentialfunktion einsetzen, erhalten wir c mal a hoch x plus 1. Und aufgrund unserer Rechenregel für Potenzen wissen wir, dass wir das auch schreiben können als c mal a hoch x mal a hoch 1. Erinnere dich hier, Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Und genau diese Rechenregel haben wir hier einfach in die andere Richtung angewandt. Genau, und den Einser hier im Exponenten hätte ich mir natürlich auch sparen können. Ich habe ihm nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Also können wir das Ganze auch schreiben als c mal a hoch x, ups, mal a. Gut, nun zu unserer rechten Seite. Bei der rechten Seite haben wir a mal f von x. Wenn wir wieder in die Exponentialfunktion einsetzen, haben wir a mal c mal a hoch x. Und wenn wir jetzt den Term der linken Seite und den Term der rechten Seite vergleichen, sehen wir, dass hier genau das gleiche steht, weil das a können wir beliebig vertauschen, also die Position vom a. Das heißt, wir können hier sofort sehen, okay, die linke Seite ist gleich der rechten Seite und damit stimmt unsere Aussage garantiert, weil hier genau die gleichen Ausdrücke auf beiden Seiten stehen. Das heißt, wir können bei der dritten Aussage ein Kreuzchen machen. Gut, nun müssen wir uns überlegen, mit welcher Aussage machen wir weiter. Wir haben hier ja noch die 1, 2 und 5 übrig. Und nun überlegen wir, welche wir als nächstes überprüfen. Und hier fällt uns bei der zweiten Aussage auf, dass die einen Zusammenhang mit der dritten Aussage hat. Man kann nämlich die zweite Aussage in die dritte Aussage überführen, indem dass man eine Rechenoperation durchführt und dann einen bestimmten Wert einsetzt. Versuch das zunächst selbstständig, also überlege dir, wie kannst du die zweite Aussage in die dritte Aussage überführen und pausiere dazu das Video. Gut, also die Frage war, mit welchen Rechenschritten kannst du die Aussage 2 in die Aussage 3 überführen? Und hierfür schreiben wir das hier kurz als Nebenrechnung an. Das heißt, wir wollen die zweite Aussage in die dritte Aussage überführen. Schreiben wir mal die zweite auf. Das heißt, wir haben hier f von x plus h durch f von x ist gleich ah. Wenn wir jetzt mal f von x multiplizieren, dann haben wir fx plus h ist gleich ah mal f von x. Und wenn wir jetzt für h den Wert 1 einsetzen, dann haben wir genau f von x plus 1 ist gleich a. Und hier könnte ich jetzt den Einser in der Potenz hinschreiben. Ich muss ihn aber nicht schreiben, weil a hoch 1 ist genau das gleiche wie a. Also, und uns fehlt nochmal f von x. Und wir sehen ja hier, genau das ist ja unsere dritte Aussage. Das heißt, was lernen wir daraus? Wir lernen, dass die zweite Aussage eigentlich eine Verallgemeinerung der dritten Aussage ist. Also die zweite Aussage ist einfach eine allgemein gültigere Form von der dritten Aussage. Das heißt, insofern hätten wir hier taktisch noch eine Spur besser vorgehen können, wenn wir nämlich die zweite Aussage zuerst überprüft hätten. Und dann wären wir bei der zweiten draufgekommen, dass die richtig ist. Dann hätten wir auch sofort sagen können, dass die dritte auch richtig ist, weil die dritte ist ja nur ein Spezialfall der zweiten Aussage. Ganz wichtig ist hier aber, die Rückrichtung zählt nicht. Also nur weil die dritte Aussage richtig ist, können wir jetzt nicht sofort sagen, dass die zweite auch richtig ist. Weil die zweite ist ja eine Verallgemeinerung der dritten. Aber umgekehrt, wenn die zweite richtig ist, dann wissen wir auch sofort, dass die dritte richtig ist. Gut,
Nun müssen wir aber noch tatsächlich die zweite Aussage überprüfen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Versuch das zunächst wieder alleine. Also schreib dir die linke Seite auf und die rechte Seite. Setze um setze ein und forme um und dann überprüfe die beiden Seiten. Gut, überprüfen wir nun die zweite Aussage gemeinsam. Wir haben hier auf unserer linken Seite stehen fx plus h durch f von x. Wenn wir einsetzen, haben wir c mal a hoch x plus h und hier unten c mal a hoch x. Hier können wir das c sofort kürzen. Dann bleibt uns a hoch x plus h und durch a hoch x. Gut, jetzt wissen wir schon, das haben wir auch für die dritte Aussage schon gebraucht, dass wir aufgrund der Rechenregeln für Potenzen hier das Ganze auch in der Form schreiben können, a hoch x mal a hoch h und hier unten durch a hoch x. Also wieder, wir haben die Rechenregel angewendet. Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Hochzahlen addiert werden. Wieder die Rechenregel rückwärts angewandt. Gut, nun sehen wir hier, dass wir das a hoch x ebenfalls kürzen können. Und nun bleibt uns nur mehr über a hoch h. Und unsere rechte Seite der Gleichung ist ja genau a hoch h. Das heißt, wir sehen hier, dass die linke Seite unserer Gleichung und die rechte Seite unserer Gleichung genau der gleiche Term ist. Also genau der gleiche Ausdruck. Das heißt, wir können sofort sagen, okay, die linke Seite ist gleich der rechten Seite und damit stimmt unsere Aussage. Wir können auch bei der zweiten Aussage ein Kreuz machen. Nochmal kurz, wenn wir die zweite zuerst gemacht hätten, könnten wir jetzt die dritte auch sofort ankreuzen. Wenn wir das noch nicht gewusst hätten, dass die dritte auch stimmt. Weil eben die dritte eine Spezialform der zweiten Aussage ist. Gut, und wir sind ja in dem Beispiel jetzt strategisch clever vorgegangen und haben mit den leichten Aussagen begonnen und uns dann Schritt für Schritt vorgearbeitet. Und jetzt haben wir schon die beiden richtigen Kreuze. Das heißt, so könnten wir jetzt eigentlich schon aufhören und würden bei der Reifeprüfung den Punkt bekommen, weil wir die beiden richtigen Aussagen gefunden haben. Allerdings sind wir natürlich jetzt neugierig geworden und wollen dennoch die fünfte und erste Aussage überprüfen und nun gemeinsam feststellen, warum diese tatsächlich falsch sind. Gut, und hier beginnen wir vielleicht mit der fünften Aussage und versuch zunächst alleine zu überprüfen, warum die falsch ist. Und am besten ist es, wenn du dazu wieder das Video pausierst und dann, wenn du bereit bist, werden wir gemeinsam auflösen, warum die fünfte Aussage falsch ist. Gut, überprüfen wir die fünfte Aussage gemeinsam. Die linke Seite unserer Gleichung ist fx plus h. Die rechte Seite unserer Gleichung ist f von x plus f von h. Beginnen wir mit der linken. Das heißt, wir setzen in unsere Exponentialfunktion ein. Wir haben hier c mal a hoch x plus h. Gut, nun wissen wir wieder aufgrund unserer Rechenregel für Potenzen, wir können das Ganze anschreiben als c mal a hoch x mal a hoch h. Also wieder die gleiche Rechenregel verwendet. Und gut, hier sehen wir jetzt, okay, im Moment können wir hier nichts weiter vereinfachen, nicht weiter umformeln. Also lassen wir die linke Seite einfach mal so stehen und machen jetzt bei der rechten Seite weiter. Wenn wir f von x in unsere Exponentialfunktion aufschreiben, dann haben wir c mal a hoch x. Und jetzt setzen wir in die Exponentialfunktion statt dem x ein h ein, dann haben wir c mal a hoch h. Und hier diesen Ausdruck können wir jetzt auch nicht weiter vereinfachen, nicht weiter umformeln. Das heißt, im Grunde sind wir hier fertig. Wenn wir jetzt die linke Seite mit der rechten Seite vergleichen, dann sehen wir, okay, die Ausdrücke, die Terme sind mal nicht gleich. Wir haben hier oben c mal a hoch x mal a h, das heißt, das a h wird dazu multipliziert und hier unten haben wir eine Addition. Das heißt,
Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die beiden, also dass die linke und rechte Seite nicht übereinstimmen. Weil, also wir sehen hier keine Möglichkeit mehr zu vereinfachen. Aber wenn wir uns nun ganz sicher sein wollen, dass hier die linke und rechte Seite wirklich nicht übereinstimmen, dann müssen wir sozusagen nur ein Beispiel finden, ein einziges Beispiel, für das die linke und rechte Seite nicht gleich ist. Also konkrete Werte einsetzen. Und naja, warum ist das so? Weil sozusagen die Aussage muss ja für alle gültigen Werte von C, A und H gelten. Das ist, wenn wir ein Beispiel für diese Werte finden, wo linke und rechte Seite nicht gleich sind, haben wir gezeigt, dass die Aussage falsch ist. Also überlegen wir uns kurz ein Beispiel. Hierfür können wir Werte nehmen. Also für C ist unsere Bedingung, dass C ungleich 0 sein soll. Also welchen Wert könnten wir hier nehmen? Zum Beispiel einfach 1 und dann unser A soll größer als 1 sein. Hier könnten wir einfach den Wert 2 nehmen. Dann für H gibt es keine weitere Bedingung, außer dass sie aus den reellen Zahlen sein soll. Also nehmen wir vielleicht für H 0 und dann können wir für unser x auch noch 1 nehmen. Und jetzt mit diesen konkreten Werten rechnen wir mal die linke Seite aus. Das heißt, die linke Seite haben wir c, also 1 mal a 2 hoch x, also 1 mal wieder a hoch h, also hoch 0. Das heißt, hier haben wir, das ist ja genau 1, also hier kommt einfach 2 raus. Und jetzt führen wir die Berechnung für die rechte Seite durch. Hier haben wir dann c mal a hoch x, das heißt 1 mal 2 hoch 1 plus dann c mal a hoch h, das ist 1 mal 2 hoch 0. Gut, jetzt haben wir hier, das ist wieder 1. Das heißt, hier haben wir 2 plus 1, also 3. Und jetzt sehen wir, okay, wir haben ein konkretes Beispiel gefunden, also wir haben konkrete Werte eingesetzt und sehen, für die linke Seite kommt ein anderes Ergebnis raus wie für die rechte Seite. Das heißt, wir haben ein Gegenbeispiel gefunden und können jetzt ganz sicher sein, linke Seite ist ungleich der rechten Seite und damit ist unsere Aussage ganz sicher falsch. Nun fehlt nur mehr die erste Aussage zu überprüfen. Du kannst hier wieder sehr ähnlich vorgehen oder eigentlich, ja, wie wir es hier bei der fünften Aussage gemacht haben. Versuch das zunächst bitte wieder selbstständig und pausiere dazu das Video. Gut, nun wollen wir noch zuletzt die erste Aussage gemeinsam überprüfen. Das heißt hier wieder unsere linke Seite ist fk mal x. Und für unsere rechte Seite haben wir k mal f von x. Gut, setzen wir wieder ein. Das heißt, hier haben wir c mal a hoch x mal k. Ich habe ja einfach vertauscht. Vielleicht machen wir es. Genau, also im Produkt darf man natürlich vertauschen. Ich habe hier statt k mal x. Ah, genau, hier muss überhaupt natürlich ein x her. Genau. Das Ganze könnten wir jetzt noch als geschachtelte Potenz anschreiben, also c mal a hoch x und das Ganze in Klammer hoch k. Aufgrund, also wir wissen, dass wir das dürfen, aufgrund der Rechenregel für Potenzen. Und hier können wir jetzt den Ausdruck nicht mehr wirklich vereinfachen. Also machen wir einfach mal mit der rechten Seite weiter. Das heißt, hier haben wir k mal c mal a hoch x. Und hier eigentlich brauchen wir kein x-gleich mehr, weil wir sehen auch schon, okay, hier können wir auch nicht mehr wirklich vereinfachen oder umformeln. Das heißt, das können wir auch so stehen lassen. Und jetzt sehen wir schon, okay, es steht mal nicht der gleiche Term da und die rechte Seite und linke Seite sind sehr unterschiedlich. Wir haben hier das c dazu multipliziert und hier oben das k dazu multipliziert und hier oben das k im Exponenten bei der linken Seite. Das heißt, es gibt hier vielleicht Fälle, für die die Aussage wieder richtig ist, aber damit sie allgemein stimmt, muss sie ja für alle Fälle gelten, also für alle Werte, für alle gültigen Werte, die wir für c, a und k einsetzen. Das heißt, wir versuchen einfach wieder ein Gegenbeispiel zu finden und hier können wir einfach mal die Werte einsetzen. Ich habe hier schon ein Beispiel vorbereitet. Das heißt, wir setzen ein für c ist gleich 1, weil wieder c soll natürlich ungleich 0 sein, also nehmen wir einfach 1. A soll größer als 1 sein, also nehmen wir einfach 2.
Und dann unser k soll ebenfalls größer als 1 sein, also nehmen wir für k auch 2 und für x nehmen wir einfach 1. Und nun berechnen wir wieder unsere linke Seite, das heißt, wir haben hier c, also 1 mal a hoch x, also hoch 1 und das Ganze dann nochmal hoch k, also hoch 2. Das heißt, hier kommt raus 1 mal 2 hoch 2, also 4. Und für unsere rechte Seite setzen wir wieder die Werte ein. Das heißt, wir haben k, also 2 mal unser c ist 1 mal a ist 2 hoch x, also hoch 1. Und hier sehen wir, okay, 2 mal 2. Hier kommt ebenfalls 4 raus. Das heißt, wir haben jetzt ein Beispiel gefunden, für das unsere linke Seite wirklich gleich unserer rechten Seite ist. Die kommt auf beiden Seiten 4 raus. Aber nur weil wir jetzt ein Beispiel gefunden haben, heißt das nicht, dass unsere Aussage richtig ist. Das heißt, es gibt halt ein Beispiel, für das das gilt. Das kann aber natürlich nur reiner Zufall sein. Das heißt, begeben wir uns weiter auf die Suche und berechnen ein anderes Beispiel. Die Werte für c, a und x lassen wir genau gleich und probieren einfach ein anderes k diesmal. Das heißt, wir setzen für k 3 ein. Und das mache ich natürlich hier jetzt ganz bewusst, weil ich schon erkenne, dass, also ich markiere es schnell, unser k hatten wir hier in der Potenz und hier vorne dazu multipliziert. Und wenn ich mir das im Kopf schon mal kurz durchdenken, dann sehe ich, okay, hier steht dann 2 hoch 3 und hier unten steht 3 mal 2. Das heißt, ich wähle das k bewusst so, dass ich vermute, dass hier unterschiedliche Ergebnisse rauskommen werden. Rechnen wir es noch schnell nach. ls, also die linke Seite, ist dann 1 mal 2 hoch 1, das Ganze hoch 3. Und hier kommt dann insgesamt raus 2 hoch 3, also 8. Und bei der rechten Seite haben wir dann 3 mal 1 mal 2 hoch 1. Also haben wir dann insgesamt 3 mal 2 und das ist 6. Das heißt, wir haben hier wieder ein Gegenbeispiel gefunden. Also ein Beispiel, für das die linke Seite nicht gleich unserer rechten Seite ist. Das heißt, wir können hinschreiben, ls ist nicht gleich rs. Und damit können wir uns ganz sicher sein, die erste Aussage ist falsch. Damit haben wir das Beispiel mit Bravour gemeistert und sogar mehr nachgedacht, wie hier für die Reifeprüfung eigentlich erforderlich wäre. Das war's und tschüss.